Hallo, hier ist Muho noch einmal zum Thema Praxis im Alltag. Wie funktioniert das? Eine Person hat mir eine sehr konkrete Frage gestellt zum Sazen im Alltagsleben. Also die meisten von euch werden wahrscheinlich versuchen, entweder im Dojo zu sitzen, wo man zusammen ist mit einer Sangha und mehr oder weniger ungestört, oder bei sich zu Hause früh am Morgen, kurz nach dem Aufstehen oder vorm Schlafen gehen, wenn die Kinder schon im Bett sind. Allerdings funktioniert das nicht immer so, wie man sich's vorstellt, ne? Und da stellte jemand die Frage: Wie ist das, wenn du Sazen machst? Normalerweise am Ende machst du Gassho und dann schlägst du die Glocke, ne? Und das ist das Ende des Sazen und dann geht man wieder über in den sogenannten Alltag, ne? Dann kommt man wieder runter vom Kissen und spielt seine Rolle auf der Bühne. Wie ist das, wenn da zum Beispiel mein Kind während Sazen reinkommt in den Raum und wie mache ich das? Ne? Also die Frage war auf Englisch ursprünglich, aber ich glaube, die Person versteht auch Deutsch. Ne? In der Frage ist da die Rede von unfinished business. Ne? Wenn ich mich direkt an meinem Kind zuwende und breche Sazen in dem Moment ab, ohne Gassho, ohne die Glocke zu schlagen, weil ich ja weiß, Praxis findet nicht nur auf dem Kissen statt, sondern wenn mein Kind mich braucht, dann ist das auch Praxis. Eine radikale Alternative wäre ja, dass man einfach das Kind sozusagen ignoriert oder einfach die Dinge so lässt, wie sie sind. Ich sitze da auf die Wand gerichtet, ich höre mein Kind Papa, Papa, Papa rufen und ich höre das und lasse das los, ne? Reagiere nicht darauf. Kommt natürlich auch darauf an, wie alt das Kind ist, ne? Aber man wird seinem Kind schon die Aufmerksamkeit schenken wollen, die es von einem verlangt, in den meisten Fällen. Wir reden ja viel von Aufmerksamkeit im Zen. Und was wäre das für eine Praxis, wo man sagt, meine Aufmerksamkeit ist mir jetzt so wichtig, dass ich sie auf die Wand richte und nicht auf das Kind. Also, wir wissen, wenn das Kind während Sazen reinkommt und will unsere Aufmerksamkeit, dann ist es Praxis, dem Kind die Aufmerksamkeit zu schenken, die es von uns verlangt. Aber so drückte das die Fragestellerin aus, das fühlt sich so ein bisschen wie unfinished business dann hinterher an. Ich habe mein Geschäft nicht ganz bis zu Ende gemacht. Da steckt noch was sozusagen, das raus will, aber nicht raus konnte. Und ein Teil dieses Grundes könnte sein, dass dann am Ende nicht das Gassho war und die Glocke, ne? Jetzt auf diese konkrete Situation bezogen würde ich sagen, wenn während Sazen dein Kind reinkommt und sagt, Papa oder Mama, ne, Zeit für ein Gassho wird da auf alle Fälle sein, glaube ich, ne, wenn du dich umwendest, ne, und sagst, ja, mein Schatz, was willst du von mir? Für ein Gassho wird auf alle Fälle Zeit sein. Es wäre natürlich sehr künstlich, ne, wenn man dann, bevor man sich umdreht zu dem Kind, erstmal sein Gassho macht und dann den Stock nimmt von der Glocke und dann die Glocke schlägt und sich dann erst nach 15 Sekunden sozusagen umdreht. Oh, okay, jetzt ist der Papa fertig mit seinem Sazen. Jetzt habe ich Zeit für dich, um mit dir Lego zu spielen. Ne? Das wäre ein bisschen komisch, aber in der konkreten Situation, die da angesprochen wird, ich würde wahrscheinlich Gassho machen, während ich mich umdrehe. Und wenn das
Gefühl da ist, dass ohne die geschlagene Glocke sozusagen das Geschäft dann noch unterbrochen ist, dann kann man ja auch, nachdem man reagiert hat auf das Kind, noch hinterher noch die Glocke schlagen. Ne? Natürlich wird da vielleicht dann das Gefühl sein, ja, aber eigentlich wollte ich eine halbe Stunde sitzen und jetzt hatte ich aber nur meine 10, 15 Minuten. Und ob man dann später am Tag noch die Zeit haben wird, um das nachzusitzen sozusagen, ist eine andere Frage. Ne? Also, ich kann da total mit ja sympathisieren oder ich kenne diese Situation, wo man zwar theoretisch weiß, alles ist Praxis und die Rolle auf der Bühne ist auch wichtig. Die Rolle auf der Bühne spielen und gleichzeitig nicht vergessen, dass wir die ganze Bühne sind, zur Weide werden. Ohne sich zum Spielball der Schäfchen machen zu lassen. Aber dann, wenn es notwendig ist, auch für die Schafe da zu sein, wenn die nach dem Schäfer rufen. In der Theorie ganz einfach, in der Praxis ein super schwieriges Korn. Wie ihr wisst, im Soto arbeitet man in der Regel nicht mit Koans, im Rinzai schon und oft wird da von den 1700 Koans gesprochen, die man, je nachdem bei wem man da in die Schule geht, entweder der Reihe nach abarbeitet oder individuell zugeschneidert. Da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze. Aber es gab im 20. Jahrhundert in Kyoto einen Laienmeister, der heißt Hisamatsu Shinichi oder Shinichi Hisamatsu. Von dem gibt es auch was auf Deutsch. Ist aber allerdings schon 50 Jahre, seit das auf den Markt gekommen ist. Bei Neske gibt es vom Shinichi was zu Tosan Yokais 5 Stufen. Da kann man unter Umständen im Antiquariat oder in der Bibliothek noch fündig werden. Entweder ein oder zwei Bücher gibt es von dem. Wie dem auch sei, also das war ein Laienmeister, der im Rinzai trainiert hat und mit Koans gearbeitet hat. Und der hat gesagt, es gibt letztlich nur ein Koan. Alle diese 1700 Koans lassen sich zusammenfassen zu einem einzigen Koan. Und wie lautet dieses Koan? Wenn es nichts gibt, was du tun kannst, wenn es absolut nichts gibt, was du tun kannst, keine Alternative, und auch das Nichtstun keine Alternative ist, was tust du? Wenn du nichts tun kannst und auch nichts tun keine Alternative ist, was tust du? Was tust du? Und der Alltag stellt uns dieses Koan, diese Frage ständig. Deshalb heißt es ja auch, dass die wahre Praxis anfängt, sobald du runtersteigst vom Kissen. Und deshalb sagt der Uchiyama, die Frau, der Mann, die Kinder sind oft die besten Zen-Meister, weil sie dich mit diesem Koan konfrontieren. Und ja, ich wünschte euch, ich könnte euch jetzt die Patentantwort sozusagen auf dieses Koan verraten, aber dann wäre es kein Koan mehr. Und wie ich auch schon gesagt habe, ich weiß es selbst oft nicht. Ich weiß es ja selbst oft nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, was ich hier vor der Kamera suche, was ich hier mache, was das alles soll und wie lange das noch dauern soll. Der Muho in der Midlife Crisis bei YouTube und die ganze Welt kann zugucken. Da weiß ein 52-jähriger Ex-Abt nichts mit sich anzufassen.
Und dabei hätte er noch so viel zu tun. Er könnte doch endlich mal den Müll runterbringen. Und was macht er da? Er erzählt der YouTube-Gemeinde schlaue Sachen übers Leben. Und ihr erhofft euch Antworten von mir, wie ihr im Alltag praktizieren könnt. Ja, was man sich doch für Illusionen macht, ne? Okay, das war jetzt erstmal mein letztes Video zum Thema Praxis im Alltag und 3 Videos, keine Antwort. Bis zum nächsten Mal.